Mit dem Freitesten ist es jetzt nichts geworden, hat die Opposition verhindert, sagt man. Inwieweit sind Sie da sauer auf die Opposition? Also grundsätzlich sind wir nicht auf die Opposition sauer, weil jeder hat unterschiedliche Motive gehabt. Wir haben das Freitesten deshalb kritisiert, weil ja die Kontrolle potenziell den Händlern auch übertragen worden wäre und das ist bei unserer Frequenz fast nicht möglich. Und daher haben wir gesehen, dass 58% aller Österreicherinnen und Österreicher sich nicht freitesten wollen für diese Woche. Jetzt gibt es heute wieder ein neues Konzept, nämlich die Eintrittstests für all jene Branchen, wo es längere Aufenthaltsdauern gibt, beziehungsweise dort, wo eben der Kundenkontakt intensiv ist. Und wir als Handel hoffen natürlich, dass wir nicht in diese Rolle reingedrückt werden, weil bei uns ist es ja vielfach so, der stationäre Handel glänzt damit, dass Menschen schmökern kommen, sich einmal umschauen und noch gar kein Kundenkontakt besteht. In vielen Bereichen ist der Kundenkontakt erst mit dem Kassenabschluss der erste und oftmals nicht einmal dort, wenn ein Self-Checkout bedient wird. Sie daher ähnlich wie jetzt beim Lebensmittelgeschäft. Genau, ganz richtig. Und daher hoffen wir natürlich zum einen, dass natürlich jetzt die Hilfen, wenn es länger dauert, noch mehr intensiviert werden. Es wackeln 60.000 Jobs und da erreichen uns jeden Tag hunderte Briefe, dass der Umsatzersatz für die Dauer der behördlichen Sperrungen gelten muss. Es soll ja niemand zurückgelassen werden. Gleichzeitig haben wir das Erfordernis bei den mittelständischen Größeren einfach höhere Hilfen auszusprechen, weil da hunderttausende Jobs dahinter sind. Und die indirekt Betroffenen, die der Handelsverband aufgezeigt hat, die kommen erst Ende Jänner in den Genuss einer Unterstützung, die sie beantragen können. Das heißt, wir haben da sehr lange Laufzeiten. Und was das Testen jetzt betrifft, da begrüßen wir natürlich, dass die Landeshauptleute diese Testinfrastrukturen jetzt bundesweit auch unterstützen und aufbauen. Wir werden von einer Freiwilligkeit ausgegangen und wir wundern uns nur ein Stück weit, denn wir haben als Handelsverband mit allen Shoppingcentern schon am 25. November und den Gesundheitsminister einen Brief verfasst, wo wir an über 100 Shoppingcenter-Standorten in ganz Österreich Teststraßen angeboten haben. Nur wir haben nicht einmal eine Antwort erhalten vom Gesundheitsminister und da erhoffen wir, dass wir hier einbezogen werden und dass dann im Optimalfall auch Entschädigung für die Anbieter möglich ist. Aber müssten Sie nicht interessiert sein, dass es zum Beispiel sogar verpflichtende Tests gibt, weil dann würden die Menschen zumindest 48 Stunden lang einkaufen können und sie müssen nicht einen Lockdown machen, beziehungsweise sie können die Geschäfte aufmachen. Wir sehen so, dass der Abstand, also der Babyelefant schon gelernt ist und dass man jetzt, wo man im Handel eine Milliarde pro Woche verliert, weil vieles marschiert ins Ausland, ins Internet, zu Drittstaatenanbietern wie Amazon, dass es hier gelindere Mittel gibt und eine Differenzierung braucht. Es braucht einen Corona-Plan, wo die Menschen Sicherheit haben, wann kann ich mich testen lassen, wann kann ich mich impfen lassen, wann ist es zumindest vorgesehen. Die Unternehmen brauchen die Sicherheit, wann kommen meine Hilfen am Konto an.